Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Planet Craft Double Voucher und mit unserem Space Alterle. Schön, dass ihr reinschaut. Ich möchte heute ein bisschen umbauen, etwas probieren und wir bauen uns jetzt gleich mal noch ein Grassprenserle. Und zwar würde ich den hier unten dazusetzen, dass so langsam da vorne die Grünfläche ein bisschen zuwächst. Das Problem ist, beim Grasstreuer brauchen wir diese Lirma-Samen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch irgendwo welche rumliegen haben. Einen habe ich hier, ne? Jetzt pass mal auf, damit ich hier überhaupt eine Übersicht bekomme. Und Raketen wollten wir ja dann auch noch irgendwann bauen, gell? Stoffel, ihr die... So, pass auf, machen wir mal kurz einmal ausräumen, dass wir hier wieder ein bisschen eine Übersicht haben. Habe ich Alu bei? Ich sehe keins. Habe ich Eisel dabei? Jo, aber nicht viel, aber das reicht erstmal. Titan. Dann haben wir Silly, keins gefarmt. Dann haben wir die Geschichte. Dann haben wir... Ach doch, Osmiumle. Osmiumle wäre noch da. So, geh mal ganz kurz an deinen Verpflegungsschrank und tu mir mal einen Gefallen, schmeiß mal alles kurz rüber. Das Osmium nicht. So, jetzt trinkst du mal einen Schluck. Einmal was rüber. Dann einmal essen. Sauerstoff. Komm, wir holen kurz unser Trinken. Ich muss das als abernten, sonst kriege ich nie einen Vorrat angelegt. Ich will den Heizraum oben abbauen und möchte da gerne einen vierer Raum integrieren. Das müssen wir mal gucken, ob das geht. Shadadadam badadam, doodle dee doodle dum, doodle dee doodle dum, shadadadam dadadam. Wow! Okay, ihr wisst Bescheid. Hä? Also zweimal Wässerle haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal drin. Warte mal. Dos Wässerle, Magnesium, Alu und diese Samen. Einmal die Samen. Ja, ist recht. Jetzt bin ich gerade drauf gestoßen, was wahrscheinlich passiert ist. Lass uns mal kurz hoch. Jo, da haben wir noch mehr Leben! Da haben wir noch mehr Leben, Alter! Pass mal auf! Einer! Zwei! Ich habe nämlich die ganze Zeit Bock, ein bisschen mehr von den Grassprenzeln zu bauen. Guck mal, da haben wir die ganze Liamas. Dann können wir nämlich jetzt hier mal die rausformen. Wieso sind da eigentlich nur drei Stück drin? Jo, Alter, und ich hab nix. Komm, dann machen wir oben Blumenecke. Machen wir oben eine Blumenecke. Halt, schwupp, bup. Machen wir hier Blümchen rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die können wir dann... Können wir ja später immer noch umtauschen, aber wir sollten auf jeden Fall die Behälter nicht leer lassen, ne? So, und jetzt kann ich nämlich Spritzerlen bauen ohne Ende Gelände. Wir brauchen auf jeden Fall super viel Wasser, um die da zu bauen. Warte mal. Zwei, vier Wasser. Eins habe ich dann noch für mich, das ist gut. Dann haben wir jetzt Lirma. Dann holen wir uns jetzt zwei Alu und noch ein Magnesium und dann ist gut. Bam, bam. Und ein Muffy. Bam. Oder können wir auch im Innenhof schon ein bisschen begrünen. Yay. Passen Sie einmal auf, lieber kleiner Grassamenverteiler. Wenn ich dich hier in die Ecke reinpacke, wie ist dann mit dem Halbkreis vorne? Ist ein bisschen wenig Halbkreis. Ich mache mal hier hin. So. Du tust deine Arbeit. Dann müsste das jetzt hier normalerweise zugrünen. Und wir gönnen uns noch eine Maschine im Innenhof. Die erste. La, 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 la. La, ich hätte gerne, dass das Ding im Grünen steht. Kann ich den da drunter bauen? Scheiße. Aber da hinten in die tote Ecke. Aber es wäre besser, ich baue ihn hier hin. So. Du brauchst dich gar nicht aufregen, Planet. Es wird alles wunderbar. Dann haben wir das schon mal erledigt. Hier grün setzt. Und jetzt müsste normalerweise, das habe ich nämlich erst gesehen, dass der 108 pro Sekunde Sauerstoff, müsste da jetzt nicht normalerweise ein bisschen Bewegung reinkommen. Bisschen. Bisschen. Ja, es hat es auf jeden Fall einmal umgeschlagen. So liebe ich das. Wir sind bald bei 10%. 10%, wie es jetzt auf einmal langsam geht, gell? Jetzt pass auf. Oben fette Umbaumaßnahme. Ich würde behaupten, sagen wir mal dann später weiter. Wir packen uns kurz oben den Raum um. Das ist nämlich mittlerweile... Doch hier ist der Heizraum. Ich baue jetzt die ganzen Heizer hier ab. Das sind... Jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben ja gebaut die da, um dann auf die umzusteigen und dann auf die. Die machen Wärme 28,5, 4,5, 0,3. Wenn wir es schaffen würden, uns noch eine T3-Heizung zu bauen... Ja, das wäre natürlich schon geil. Brauchen wir 17,5 Energie. Jetzt pass auf. 17,5 Energie. Oh, wir haben keine 17,5 Energie. Aber wenn ich die kleinen Dinger da abbaue, wie viel Energie zieht denn so kleines?
1, 2, wenn ich die anhabe, die will ich aber nicht. Aber nee, wir machen einfach das. Wir bauen einfach das Energiewesen aus, würde ich sagen. Das machen wir jetzt eben, komm mal mit. Ich muss kurz am Uranschrank. Ah, wir haben halt nicht viel, gell? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gibt eine Stange. Aber dann können wir wieder schöpfen. Komm, dann können wir wieder schöpfen. So einen Kernreaktor brauchst du, oder? Ob schon Wasser nachgelaufen ist, habe ich auf einmal Wassermangel hier. Was ist denn da los? Demnächst müssen wir mal irgendwann überlegen, wie man das hier anstellen wollen mit dem Energieraum. Hier müssen wir auf jeden Fall irgendwie, weißt du? So, Energieerzeugung müsste jetzt knallifalli sein. Guck mal, hier wird es schon grün. Unser kleiner Teppich ins Glück. 100 und jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Material genug. Jetzt kann es natürlich sein, ein Iridiumstab, da haben wir aber Glück. Da haben wir aber Glück. Und den Lebensmittelraum, da muss ich mir auch noch Gedanken machen. Moment, war schon richtig? Ich dachte, wir hatten einen Iridiumstab letztens rausgeholt. Habe ich mich da getäuscht wahrscheinlich, ne? Ein Alu, ein Titan, ein Silly. Ein Alu, ein Titan und ein Silizium. Schalalalalala. Die Rakete müssen wir starten, ja? Die Rocket müssen wir starten. Komm, wir gehen mal kurz rüber. Wir machen ja hier hinten erstmal den fetten Heizraum wahrscheinlich rein. Im Moment jedenfalls. Können wir natürlich schön aufteilen. Bamsle. Jetzt haben wir zusätzlich Wärmeerzeugung. Wärmeerzeugung geht meiner Meinung nach momentan... Ja, guck mal, wie die durch die Decke geht halt, ne? So. Hier oben wird ja dann mein Housing-Bereich. Jetzt pass auf. Einen großen Hammer. Und von den anderen jeweils zwei. Die baue ich jetzt auch identisch wieder auf. Später können wir die immer noch irgendwann, wenn es Platzmangel... Wenn mal Platzmangel ist, ja. So. Zack. Da können wir jetzt natürlich nicht weitermachen, aber mit dem können wir weitermachen. Und der passt ja wunderbar hier drauf. Und die würden ja wunderbar da reinpassen, die zwei kleinen. Machen wir den Fuß an Fuß mit dem. Und so. Heizraumriege 1. Natürlich hätte ich es auch da hinbauen können oder da, aber jetzt habe ich es mal da gesetzt. Glas brauchen wir noch jede Menge. Biodom, das zweite wollen wir auch irgendwann mal. Lass mich da nochmal reingucken. Algengenerator T2 kommt bei der Freischaltung mit 25 kg. Biomasse. Kann das sein, dass wir noch gar keine Biomasse produzieren, Leute? Wie produziere ich denn Biomasse? Sauerstoffenergie. Energie. Sauerstoffenergie. Doch, Biomasse macht der hier ein bisschen. Aber nicht viel, gell? Ich gucke gerade mal kurz durch. Hätte ich vielleicht viel früher schon mal machen sollen. Ja, die machen alle nur Wärmeluftdruck. So richtig ein Biomasse-Generator haben wir noch nicht am Start, oder? Hä, wieso produzieren wir keine Biomasse? Leute, hab ich da irgendwas übersehen? Bin ich noch nicht so weit? Bakterienprobe, Schalali und Schalala. Ey, wir brauchen noch Biomasse. Dann dürfte ja da vorne jetzt eigentlich ganz minimal nur Bewegung bei Biomasse drin sein, ne? Jo, da geht ja gar nichts. Ey, was habe ich denn da jetzt? Ne? Jetzt muss ich mal direkt gucken, dass ich was übersehen habe, verstehst du? Rucksack. Seewassersammler. Sammelt und filtert Wasser von Wasseroberflächen. Saatstreurakete. Eine Saatstreurakete kommt auch noch. Oh, und der Superlegierungsstab. Das dauert alles noch. Jetzt haben wir aber Biomasse. Jetzt bin ich mal gespannt, wann das passiert. Jetzt haben wir das Schild. Im Moment verlaufe ich mich aber an der Base noch nicht. Biodom T2 gibt es auch noch. Sollte man vielleicht warten? Kernreaktor T2. Da werden wir wahrscheinlich dann einen Umbau machen. Saatgutstreuer. Leute. Biomasse. Thema Biomasse, ne? Wie viel Energie habe ich denn jetzt noch übrig? 84. Komm, wir gucken mal nach der Rakete. Vielleicht kann ich mal die eine Rakete bauen, weil die hat sich mir noch nicht ganz erklärt. Achso, den Umbau vom Raum. Das machen wir dann, wenn wir zurück sind. Schubeldidum-didudum. Wir gucken mal, wenn der nächste Dingsgenerator kommt, wie das aussieht von der Größe. Vielleicht können wir die da oben draufsetzen.
Weiß gar nicht, ob man da was drauf bauen kann, aber das wäre natürlich cool. Und er probiert's wieder. Hey, Baby. Jetzt pass mal auf. Karten, GPS, GPS. Magnetfeldschutzrakete zieht Iridium-Asteroiden an, bietet einen globalen Generationsbonus durch den Schutz des Magnetfelds. Drei Silly. Ich würde mal die da hochhauen. Wir brauchen ein Raketentriebwerk, drei Kobalt und zwei Legierung. Oder? Hauen wir mal Raketen hoch. Kann ja nicht schaden. Zwei Legierungen waren es, glaube ich. Ich nehme einfach mal drei mit, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Ein Raketentriebwerk war es. Und drei Kobalt nehme ich mal noch mit. E-Rocket-Triebwerk. Was war denn da nochmal? Da war doch auch irgendwas. Scheiße, mal leise. Bräuchte nochmal einen Iridiumstab und zwei Uran. Jetzt machen wir's. Warte mal, ich glaube, Superlegierung war auch nochmal. Da gehen die Mats weg, oder? Ich muss auch in die Höhle gucken, was der alles gefarmt hat. Ob der nur Eisen farmt im Moment. Wo läufst du denn hin, Digga? Neuer Raum, oder? Du musst erstmal das Raketentriebwerk bauen. Und wenn jetzt alles stimmt, habe ich alles bei, ne? Jetzt sind wir, glaube ich... Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall bei 8 MTI Terraforming Index. Im Stream waren wir auch bei 8 irgendwas. So, die haben wir gesagt, gell? Auf geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das muss ich ganz ehrlich gestehen. Den Effekt habe ich im Stream gar nicht so richtig wahrgenommen, dass da plötzlich überall Uran rumliegen wird. Oh doch, da tut sich was. Okay, sollten wir mal beobachten, wo die einschlagen. Da kommt der erste. Okay, gut. Hat es da runtergeballert? Okay, das schlägt aber nur hier vorne ein, offensichtlich. Daher tatsächlich, wie gut ist das denn? Ich weiß nur nicht, wie viele rauskommen, ne? Zwei habe ich schon mal. Boah, Alter, der Felsen. Da ist noch eins. Okay. Alter, das Kobalt ist irgendwie ein Arsch. Das drückt sich ständig irgendwie mit rein. Okay, vier Meteoroiden sind runtergekommen, wenn ich es richtig gezählt habe. Einer noch da hinten. Was? Es pfeift wieder. Ich gehe das gleich nochmal ablaufen. Ich gehe mich mal kurz stärken. Was haben wir jetzt rausgekriegt bis jetzt? Naja gut, ich meine, sechs Stück glaube ich, gell? Wenn jetzt pro Ding vier wären, wären es jetzt wäre es okay, dann könnte man auch so einen Stab machen immer mal. Schalalala, na na na. Schalalilala. Muss ich umbauen. Muss ich echt umbauen, das gefällt mir so nicht mehr. Ich will direkt in den Innenhof reinschnalzen können dann. So, mein Freund, aber jetzt tun wir... Ja, das müssen wir umbauen. Aber ich brauche ja nicht unbedingt die Scheiben jetzt abbauen. Ich kann drei... Ja, hier ist eh egal wegen der Symmetrie. Das bauen wir dann hier hin und dann können wir direkt durchschnalzen, weißt du? Hallo, Rain. Mr. und Mrs. Rain. Was hat's denn mit ihmchen hier auf sich? Kann man den vielleicht mit irgendwas noch speziell bearbeiten später? Weil hier ist ja noch Material drin, ne?
Gut, ich sehe jetzt keins mehr. Hier ist auch mal, ne? Vielleicht sind das aber auch nur die Steine, aus denen es rausgeplatzt ist. Und hier, da liegt... Oh, und direkt bei einer Kiste ist er gelandet. Ich will hier rein. 3 Stück. Da ist doch noch mehr, da ist doch noch mehr. Kurz mal, ich bin ein bisschen am Navigieren, gell? Ich weiß nicht genau. Hat es denn da gerade auch noch geleuchtet? Spiel? Hier ist er wieder. Da kann schon sein, dass er das ein oder andere mal geschwind über sich ist. Wir fliegen es aber nachher nochmal ab. Die müssten ja theoretisch liegen bleiben hier in der Senke, ne? Ich meine, da hinten ist auch nochmal einer runtergekommen. Schubelidu, willidu. Ja, hallöchen. Willkommen im Schränkchen des Glücks. Wie es halt hier so aussieht, als ob noch mehr wären. Da hinten ist dann nochmal komplett einer eingeschlagen, oder? Hier, guck mal. Pfütz. Hier ist auch nochmal einer eingeschlagen. Hallo, Urain. Ey, dann lohnt es sich aber doch. Im Stream habe ich das irgendwie nicht so richtig gesehen, nicht so richtig wahrgenommen. Und habe, glaube ich, immer nur 1, 2 abgefahren. Mich gefreut, dass sowas geht. Aber dass es dann jetzt so eine Menge gibt, muss ich dann doch ganz ehrlich sagen, gefällt mir gut. Wenn später die Bruchstücke wechseln, gehen wir nochmal durch, ja? Da liegt bestimmt noch genug rum. Hier ist doch auch ein Grünschimmer. Mal müssten wir von außen kurz grob gucken, wo die runter sind. Kann man das eventuell auf der Kartierung sehen, wo die rumfahren, die Brocken? Ich gehe mal zurück, bevor wir sterben, oder? La, 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 la. Ich glaube, unser Orange Wrangler wird fast voll. Jo, wen sehe ich denn da noch auslinsen? So. Ajo, da müssen wir öfters mal Raketen starten, dass wir immer was im Lager haben. Bum, bam, bam. Und den Raum müssen wir anpassen, Leute. So, lass mich schauen. Trinken, Sauerstoff, essen. Jo, es ist jetzt eine gute Anzahl, finde ich. Hat sich schon gelohnt. Wow! Orange-Schränkchen. Guck mal, was ich hier mitgebracht habe. Jetzt könnte man schon den nächsten Stab wieder herstellen. Das finde ich okay. Finde ich okay. Also, jetzt passen Sie auf. Wir wollen diesen 4er-Raum bauen. 2 Eisen, 2 Titan, eine Legierung. Eine Legierung. 2 Eise und nochmal 2 Titan. Und jetzt kommt der Umbau. Schalalalalala. Ich will mal auf der Seite anfangen. Da müssen wir jetzt allerdings erst kurz gucken. Das hier will ich so, dass es bleibt. Dann möchte ich gerne den hier rüberlappen haben. Das heißt, wir müssen ihmchen versetzen. Hä? Wie kann denn sein, dass ich das gerade abgebaut habe? Ach, ich habe die Lichter hier abgebaut. Okay, was soll man? Dann mache ich das Licht jetzt auch weg. Dann setzen wir die hier entsprechend nochmal neu. Wo ist denn die Kuhle? Da. Mit dem Kegel nach außen. Leicht hier eingelappt. Mit dem Kegel nach außen. Leicht hier eingelappt. Ich will aber jetzt eine andere. Weißt du, was ich fände eigentlich? Wir sollten es blau machen, weißt du? Wir sollten es blau machen. Mit einem extremen. Machen wir es mal so. Machen wir es mal hier ins Blau rein, richtig. Ja, hast du gesehen, der Anzug ist sogar blau geworden. Sehr gut.
So, blau. Hier, Max, ein bisschen weiter rüber. Gucken wir uns an, ob es Farbnuance gibt. Jetzt pass auf, dass ihr nichts falsch macht. Dass ich nichts falsch mache. Die Türe werden wir dadurch verlieren. Das werden wir dadurch verlieren. Ob er hier noch bleibt? Nee, den müssen wir auch umsetzen. Den setzen wir jetzt ausnahmsweise dann so leicht da rein. So. Also, hier soll der Viererraum entstehen. Das baue ich ab. Hat er sich das jetzt gemerkt? Jo, der hat die Treppe hier gelassen und sie funktioniert. So, Digga, da hast du gute Arbeit geleistet. Muss man das, natürlich müssen wir das zweimal machen. Aber nicht heute. Aber das wird ja dann eine symmetrische Geschichte werden wieder, ne? So, dann haben wir hier einen schönen großen Raum. Da können wir dann anfangen mit Housing. Bevor wir allerdings Housing machen, möchte ich Fenster drin haben überall. Jetzt überlege ich voll, ob ich noch so ein Biodom baue. Weißt du hier? Weil ich hätte schon gerne noch drei. Und die wollte ich eigentlich auch längst aufs Dach setzen hier. Wir brauchen sie zwar nicht unbedingt. Wir bauen auch wahrscheinlich keine neuen, aber irgendwie können sie zum Spiel dazu. Es waren die Anfänge, deswegen, ich liebe die Anfänge immer. Ja, sind ja manche immer. Oiderle! Oiderle, bau die Treppen wieder hier. Was mockst du bitte? Auf der anderen Seite. Wäre es nicht cooler, wir bauen es hier hin? Nee, wäre es nicht. Jetzt darf es abbauen. Jo, ich weiß nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Mal gucken, wann ich sie vermisse. Machen wir es mal so rum. Achso, ich muss ja hoch. Und schon geht's los. Und schon vermisse ich sie. Auf, komm, setz dich wieder dahin. Hier, vielleicht hier vorne. Dann kann man hier schön vorbei. Boom. Jetzt habe ich komplett vergessen, was ich machen wollte. Also der Raum ist klar, das passt. Ah ja, die Dinger wollte ich aufs Dach setzen. Komm mal her. Weiß jetzt noch nicht genau, wie alles wird. Hier vorne haben wir aber eher Lichtspielereien. Ich würde sie da hinten einfach mal... Genau hier möchte ich eins hinhaben. Wo ist denn das hier? Gab es wirklich kein Upgrade zum Windkraftrad? Nicht wirklich, gell? Erzeugst du überhaupt? 1,2. Ich würde sagen, wir lassen sie einfach mal so gimmicktechnisch. Kann man ja mal 1 und 2 setzen, aber halt jetzt nicht um Energie oder irgendwas zu gewinnen, sondern einfach nur... Schade. Schade. Ist doch cool, wenn sich an der Base ein bisschen was bewegt. Die Dinger müssen wir auseinander. Da will ich noch eins hin haben. Ne? Warum geht es jetzt nicht? Ich das dahin? Nee, scheiße. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ist ja eigentlich auch egal. Ob das bewegt sich ein bisschen was an der Base. Ja. Ja. Der Spritzeler hat ein kleines Dach. Hier kommt das gleiche nochmal hin. Dann wird es ein bisschen pompöser. Jetzt möchte ich da. Ich möchte es wirklich verglasen. Wie viele Gläser brauchen wir denn hier, dass es richtig schön hell wird? 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen mal 5 Glas. 5 Eisen, 5 Kobalt. Das wird jetzt noch die Aufgabe für heute. Und dann nochmal die Stelle abfarmen geschwind, ne? 5 Eisen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kobalt. 3, 4, 5. Das hat aber jetzt mit mir nichts zu tun. Ey, du bringst alles durcheinander, Spiel. Spiel. Bin ich froh, dass diese Base so super stabil ist. Was hast du denn gebracht? Boah, Leute, was gerade sehe, guck mal. Man sieht es kilometerweit. Ey, dann lohnt sich so eine Rakete. Guck mal. Nochmal eins. Zwei. Fünf Stück. Habe ich das jetzt gerade nur so cool gesehen, weil die Atmosphäre im Moment rot ist? Au. Gott, das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer.
Okay, das habe ich noch nicht eingeplant, dass ich jetzt hier im Innenhof rumfahre. Jo, guck mal, wie viel Uran wir jetzt haben. Können wir locker die nächste Rakete bald angehen. Machen wir eine Iridium, oder? Schwupp, guck mal. Aber ich wollte Glas, ich wollte Glas. Jetzt wäre der Moment gewesen, wo ich gern... Ja. Hier muss ich auch noch umbauen, ey, Mann. Nicht heute unbedingt. Wie fangen wir denn an? Ich will alles voll Glas haben hier in dem... Ich möchte alles voll Glas haben. Zum Glück gibt es hier keine Hüllenintegrität. Hier hätte man auch eine Tür machen können, dann käme man nämlich auch noch mal... Wollen wir den so lassen? Aber hier bin ich noch nicht sicher. Das ist auf jeden Fall großer Raum, viel Glas. Das habe ich auf jeden Fall gewollt. Machen wir hier eins. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Jetzt passen wir auf. Ja, das sollte man jetzt auch an. Ich trinke was. Ich esse was. Ich esse noch was. Sortiere das mal. Ey, wir müssen einfach jetzt einen Nahrungsraum. Ich habe doch jetzt oben noch auf der rechten Seite. Das machen wir so. Ich habe es gerade entschieden. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, wie ich es will. Wir haben jetzt hier einen kleinen Housingraum. Da kommt ein Bett rein und die Sachen. Dann werden wir hier das gleiche nochmal anbauen, weil der ist jetzt mittlerweile leer. Das heißt, identisch mit dem da drüben nochmal ein vierer Raum und dann machen wir unsere Nahrungsplantage rein. Sodass wir da oben dann auch einen Schrank entsprechend für Nahrung. Ich dachte gerade, die sind kaputt. So, ich bin hergerichtet. Komm, wir gucken mal, ob wir noch ein bisschen Uran da hinten vergessen haben. Da hinten sehe ich es doch blinken, überall links herum. Ich glaube, dass wir morgen noch eine Iridium-Rakete raushauen, Leute. Wir gucken gleich nochmal, ob ich die schön bauen kann morgen. Weil das hat ja jetzt wirklich Sinn gemacht. Müssen wir immer regelmäßig machen, da haben wir immer Material, ne? Und den Ding müssen wir morgen abchecken, geschwind. Ich sehe halt, dass die Zeit schon wieder weg ist, ne? Hinten, in der Höhle. Den Erzextraktor, den Sammler, den müssen wir auch abchecken. Lass gucken, hast du noch Platz? Jo, haben wir noch Platz. Nimm das alles mit, wenn es hier rumliegt und einsam vor sich hingammelt. Da liegt ein Alu, nimmst du auch mit. Ja, das kann man doch machen, wenn jetzt... Wir haben eh kaum mehr Unwetter gehabt, ne? Ist jetzt gerade mal schön, dass wir da was runterkam. Gerade auch Eisen. So, ich guck. Boah, hier sammelt sich auch schon das Wasser. Und irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass der Graben hier auf jeden Fall volllaufen wird mit Wasser. Ich sehe jetzt hier kein Uran mehr, ne? Ich flitze jetzt hier nur einmal außen rum. Gerade auch in die, hier sammelt sich auch langsam das Wasser. Okay. Gehen wir nochmal zur Rakete kurz hoch. Gehen wir nochmal hoch. Morgen bauen wir dann den zweiten Raum hin und dann machen wir mal wieder eine Adventure-Runde vielleicht. Aber das will ich erst in den Nahrungsmittelraum. Aber da können wir vielleicht noch kurz gucken, was ich da brauche. Hier ist mit Sicherheit so gestaltet, dass da später Wasser drin sein wird. Wie viel Uran waren das jetzt nochmal? 1, 2, 3, 4. Sah mehr aus. Komm, wir gehen mal wieder die Treppen. Das machen wir eh nicht so oft. Also, dann haben wir praktisch jetzt einmal die Uranrakete probiert. Silly Hammer, zwei Legierungen, brauchen wir nochmal ein Raketentriebwerk. Zwei Legierungen und ein Raketentriebwerk. Und die Legierungen haben wir noch, oder muss ich wieder Legierung farmen gehen? Da haben wir nochmal zwei Legierungen. Und fürs Raketentriebwerk? Das heißt, wir haben eine Dings... Ne, wir haben drei. Also ein Iridiumstab. Scheiße. Gut. Dann müssen wir ein bisschen warten. Müssen wir ein bisschen warten. Wo sind wir jetzt? 14%. Also, morgen bauen wir Nahrungsmittelsammler. Ich gucke gerade mal kurz mit euch durch. Nahrungsmittelsammler. Bams, Nahrungszüchter. Alu, Eisen, Wasser. Ejo. Kriegen wir komplett hin. Ein Eisen? Irgendwas mache ich beim Abbauen falsch, habe ich das Gefühl. Da war doch mehr jetzt gerade. Oder? Wir müssen morgen erst einen Ausflug machen. Ich habe ja gar nicht alle Mats. Ich räume das jetzt ordentlich weg, dann haben wir die Sachen da drin. Wir machen morgen einen kleinen Mini-Farm-Ausflug.
und schauen in der einen Höhle vorbei. Wir nehmen uns Eisen unterwegs mit, auch aus den Räumen, die wir gebaut haben. Ich möchte morgen mit euch einige Nahrungsmittelsammler aufsetzen, so dass wir da oben schön angepflanzt haben. Man kann sie auch regelmäßig ernten, aber ihr seht ja, ich vergesse das dann auch ständig. Und wenn dann genug sich ansammelt, dann haben wir den Umbau noch vor uns, die Tür außen nochmal ordentlich hinhängen. Da müssen wir halt dann nochmal... Hier habe ich es Gott sei Dank noch nicht vergeigt. Da drüben, das kriegen wir dann auch noch hin. Sehr geil. Haben wir neue Rezepte bekommen? Außer das Schild nix, ne? Da können wir ja dann auch mal aus Spaß, ich meine, das kostet ja nur ein Magnesium, machen wir uns vielleicht über unser Zuhause. Also da möchte ich auf jeden Fall mal so eine Sofaecke aufbauen, ein Doppelbett. Und so eine kleine Vitrine, Pflanzenkübel, Tisch. Und dann machen wir uns dann oben drüber, was weiß ich, Butze. Dann machen wir einen Nahrungsmittelraum, schreiben wir dann ein schönes Schild drüber. Das machen wir ein ganz kleines bisschen hier. Boah. Und den baue ich jetzt tatsächlich ab, auch wenn ich ihn schon ab und zu benutzt habe. Aber das ist mir einfach hier. Das gefällt mir nicht mehr. So, Leute. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ich bin die ganze Zeit, was ich den schon abgebaut habe. Die T3-Stiefel, was haben wir momentan? Wir haben die Dreier, ne? Jetpack 2, haben wir das auch schon? Jo. Da sind wir auf dem Laufenden soweit. Rucksack 5. Abbaugeschwindigkeit 4. Ja, da sind wir scheinbar auf dem Laufenden. Also, dann geht's morgen weiter. Was macht denn unsere Begrünung? Ja, sieht aus, als ob man es mal mähen müsste halt. Haben wir nicht innen drin im Innenhof auch eine Bemühung gehabt? Begrünung und Mähen gleichzeitig. Bemühung. Zwei Sprein. Ha ja, guck mal. Sehr schön. Freue ich mich auf morgen. Jetzt laufen wir es noch einmal kurz ab. Hier haben wir jetzt noch nicht viel gemacht, ne? Ey, die Algen. Pilze sind... Also Bio-Kunststoffklumpen kriegt man hergestellt. Oh, Auberginen. Ja, dann müssen wir ja, wenn wir Dünger herstellen, müssen wir auf jeden Fall Auberginen, Kürbisse. Ja, müssen wir. Das ist der schönste Raum hier. Biolabor. Alles klar. Ah ja, den Algengenerator, dann gibt es auch Algen, ne? Leute, freue mich jetzt schon auf die nächste Runde mit euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn es morgen auch für euch weitergeht. Kleiner Ausflug, Sachen einsammeln. Und vielleicht machen wir das Housingzimmer morgen auch noch gleich fertig und den Nahrungsmittel. Weil dann kommt das nämlich hier weg, weißt du? Kommt das nämlich hier weg. Und dann können wir da eventuell auch nochmal ein bisschen Glas dran machen. Schauen wir mal. So, zum Abschluss. Nochmal raus vor die Tür. Du willst aber auch nicht raus aus dem Spiel dann, weißt du? Ach, das liegt nur auf der Seite. Ich dachte, bilde ich es mir ein oder wird das Wasser mehr da unten? Ja, und dann haben wir ja noch... Guck mal, wie schön der kleine Potter hinten auf dem Trockenen sitzt aber noch, gell? Hier. Schön. Ja, wir müssen gucken. Wir haben noch so viele Locations, die wir noch nicht angeguckt haben. Hier hinten, ne? Diese Kästen. Dann haben wir das Rad hinten, das große. Bin sehr gespannt. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.